1. Merken, dass die Sachen verschwinden. Das ist eine Welt, die wird vergehen. Es lohnt sich, die Sache zumindest optisch zu erhalten. Haben wir uns auch ganz und gar dafür entschieden, die Sachen zu verkleinern und mitnehmen zu können. Es ist praktisch eine Verpflichtung, sowas zu machen. Wir haben auch nichts anderes mehr gemacht. Dass die Sachen wegstarben sozusagen, das war nicht der einzige Grund. Das hat uns ja auch sehr interessiert. Und es machte ja auch kein anderer. Es war auch ein bisschen der Reiz des Neulandes, Abenteuer. Das kommt dahin und da könnten wir, je nachdem, also wenn die, die sollten doch beide dahin. Das ist jetzt da. Dann lassen wir das doch so. Dann legt er das dahin und das kommt dahin. Nicht? Dann stimmt es wieder. Das könnten wir freilassen, aber wir müssen es auch nicht freilassen. Nee, das kann man nicht freilassen. Okay, dann müssen wir uns da was überlegen. Können wir auch. Da gibt es ja noch genug. Wir waren eigentlich allein damit. Wir haben uns ja nun gegenseitig gehabt, aber diese Art von Fotografie war absolut das Letzte. Also das war eine hoffnungslos altmodische Sache. Und wir haben das natürlich mit voller Absicht die Fotografie des 19. Jahrhunderts gewählt, mit den großen Kameras, Verstellbarkeit, Genauigkeit. Das hat damals niemand verstanden. Es war die hohe Zeit der journalistischen Fotografie, der surrealistischen auch. Es gab ja immer diesen Wettlauf mit der Malerei. Also die total realistische Darstellung war jedenfalls nicht besonders beliebt. Ja, und natürlich das Objekt. Es war ja ein Objekt, was aus dem 19. Jahrhundert noch herüberkam. Auch in die Vergangenheit wollte man überhaupt nicht sehen. Und in Deutschland natürlich erst recht. Diese Ästhetik der Ökonomie, das ist eine Ästhetik, die aus den Gebrauchsformen kommt. Es sind zwar wesentlichen Gerüsten im Zusammenhang mit Behältern und Röhren. Aber nach meiner Auffassung sind es Skulpturen.
Irgendwie kam ich dann darauf, die Sachen zu fotografieren. Es war, ich habe gleichzeitig Fotos gesammelt und fand diese Fotos so toll. Und habe mir gesagt, das ist eigentlich das, was du willst. Ich war diese Art der exakten Darstellung. Man war irgendwie, indem man als Kind den Krieg erlebt hat, so ein bisschen aufsässig geworden, auch in Bezug auf die höheren Werte der Eltern. Und was die Eltern für schön hielten, das wollte man nun nicht unbedingt auch schön finden. Also war das dann nicht die schöne Landschaft, die See und die Alpen und das Mittelgebirge und die grüne Wiese, sondern es war eben dann, sagen wir mal, das Niemandsland im Hafen oder die Eisenbahnlandschaft, nicht? Diese großen Eisenbahngebiete. Sowas hat mich dann interessiert, obwohl es nicht viel mehr war, glaube ich, als eine gewisse Aufsässigkeit. Ich fand die Fotografie dem Gegenstand angemessener, weil diese Anlagen natürlich sehr viel mit Präzision zu tun haben. Die Eisenkonstruktionen leben von der Präzision, die Gebäude im Grunde genommen auch. Ich würde sagen, bei meinen Eltern, die haben sich sehr gut ergänzt, weil der Bernd war ein manischer Sammler von allen möglichen Sachen. Er hat Magazine gesammelt und Etiketten und naja, auch meine Sachen hat er gesammelt, seine eigenen Sachen, irgendwelche kleinen Sachen, hat dauernd gesammelt und angehäuft. Und das hat die Hilla nicht gemacht. Die Hilla hat zwar auch eine Sammlung von Büchern und so, aber die war nicht so. Die wollte nicht so Zeug ansammeln. Und in der Hinsicht war er eigentlich ein richtiger Sammler und hatte aber immer das Problem, da ein System zu finden. Und die Hiller hat sich viel mehr dafür interessiert, wie man aus einer komplizierten Realität eine bildliche Erklärung macht. Und dadurch hat sie eben eine Menge Ordnung in die Arbeit gebracht und eine Klarheit, die er dann auch verstanden hat und benutzt hat. Und dadurch haben die sich perfekt ergänzt, glaube ich. Bei ihm war es mehr eine Art von Nostalgie und bei ihr ging es um Bildung. Also wie man interessante Situationen klar darstellt. Das war sozusagen die Kunst, glaube ich. Natürlich war es auch, die Ästhetik war das, was sie gemeinsam hatten. Die hatten eine ähnliche Ästhetik und eine ähnliche Freude an den Objekten. Aber bei ihr war es sehr stark, dieses Bedürfnis, etwas klar darzustellen, sodass alle Leute das sofort verstehen können. Bernd und Hilla Becher mit ihrer Arbeit erreicht haben, ist nicht nur, dass sie eine, ja, möchte sagen, Enzyklopädie der Industriearchitektur geschaffen haben, sondern sie haben gleichzeitig auch eine neue Wahrnehmungsästhetik damit etabliert. Also ihre Arbeit und die Art und Weise, wie sie die Aufnahmen zusammenstellen, wie sie die Objekte erfassen, wie sie sie auch klassifizieren in den Typologien, hat uns eigentlich erst dazu befähigt, die Ästhetik dieser Bauten als solche wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist schon eine ungeheure Leistung. Damit ist es ein Jahrhundert-, ein Jahrtausendwerk. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das auch noch in vielen, vielen, vielen Jahren relevant sein wird.